Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, liebe Mitglieder, liebe Winzerinnen und Winzer. Ich möchte mit den Regularien beginnen und darf Sie herzlichst zur Mitgliederversammlung des Badischen Weinbauverbandes willkommen heißen. Aber bevor wir mit der Mitgliederversammlung beginnen, möchte ich Sie bitten, zum Totengedenken innezuhalten. Der Badische Weinbauverband beklagt den Tod von Erwin Honeckel. 1990 bis 1997 stellvertretender Bereichsvorsitzender des Bereiches Tauberfranken, 1997 bis 2000 Bereichsvorsitzender dieses Bereiches und Mitglied im Verbandsausschuss des Badischen Weinbauverbandes. Der Corona-Pandemie geschuldet, das ist heute schon mehrfach angeklungen, muss der Badische Weinbauverband die Mitgliederversammlung sowie den anschließenden Weinbautag in einer anderen Form durchführen und wie Sie heute sehen und hören und bei der im Vorjahr stattgefundenen Mitgliederversammlung bereits erleben konnten, sind wir sicher, ein Format gefunden zu haben, um dem jetzigen Zeitgeist zu entsprechen. Leider, und das tut allen weh, ist ein persönlicher Austausch mit einem Glas Wein diesbezüglich noch nicht möglich. Wir sind aber zuversichtlich, das auch entsprechend in den nächsten Jahren nachholen zu können. Gemäß § 15 Absatz 1 und 2 unserer Satzung erfolgte die ordnungsgemäße Einladung. Es wurde kein Antrag, laut § 15 Absatz 3 einen weiteren Tagesordnungspunkt aufzunehmen, gestellt. In der Präsidium- und Verbandsausschusssitzung am 22. Februar 2021 wurde der zu erstattende Tätigkeitsbericht 2020 sowie der Jahresabschluss und Haushaltsvoranschlag 2021 genehmigt. Erlauben Sie mir hier ein paar Zahlen. Der Bilanzwert betrug zum 31.12.2020 des Badischen Weinbauverbandes ca. 1,5 Millionen Euro. Bei Gegenrechnung unseres wirtschaftlichen Betriebes und dem des Badischen Weinbauverbandes wurde ein Gewinn von ca. 100.000 Euro erzielt. In einem so schwierigen Jahr, wie ich meine, ein sehr gutes Ergebnis, welches Ihnen auch zu verdanken ist, liebe Winzerinnen, liebe Winzer, liebe Betriebsleiter, durch die Treue zu unseren Prämierungen, das schon mehrfach angeklungen ist, auch in dieser Form geschuldet, dafür ein nochmals herzliches Dankeschön. 2021 stellt der Abschluss der Digitalisierung die Auswirkungen weiteres Dienstleistungsangebotes des Badischen Weinbauverbandes, die Kontaktpflege zu unseren Winzern direkt in einer Form zu ermöglichen, auf der Agenda des kommenden Jahres. Dem Präsidium und der Geschäftsführung wurde einstimmig Entlastung erteilt. Das Präsidium tagte im Berichtsjahr 9-mal, der Verbandsausschuss tagte im Berichtsjahr 8-mal. Und dabei wurde ja einmal zu einer außerordentlichen Präsidium- und Verbandsausschusssitzung eingeladen. In der Verbandsausschusssitzung am 10. Februar 2020 war die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten vorgesehen. Zwei Kandidaten hatten sich um das Amt des Weinbaupräsidenten des Badischen Weinbauverbandes bemüht. Ein Nachfolger für Kilian Schneider konnte aber bei der Wahl leider nicht ermittelt werden. Zum angesetzten zweiten Wahltermin am 13. Juli 2020 wurde die gesetzte Mitglieder des Verbandsausschusses laut Satzung festgestellt, also ordentliche Mitglieder des Verbandsausschusses, welche in der Zeitspanne vom 13. bis 24. Januar 2020 gewählt wurden. Und aus diesem Verbandsausschuss heraus wurde dann
der badische Weinbaupräsidenten, der Präsident und die Vizepräsidenten gewählt. Und das sind in erster Linie die Bereichsvorsitzenden, Stellvertreter, die benannten betroffenen Institutionen. Es können auch Mitglieder zugewählt werden und ständige Gäste, welche kein Stimmrecht besitzen. Aus diesem Verbandsausschuss heraus wurde am 13. Juli 2020 der Präsident und die Vizepräsidenten des Badischen Weinbauverbandes gewählt und sind Ihnen mittlerweile bekannt, über ein halbes Jahr im Amt, Dreivierteljahr. Als Präsident wurde gewählt unser Rainer Zeller. Als Vizepräsidenten wurden gewählt Thomas Walz, der auch aus dem Gremium der Vizepräsidenten als stellvertretender Präsident gewählt wurde, Martin Linzer, Martin Schmidt und Stefan Danner. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Ich will es auch erfreulich, aber doch bemerkenswert, zu den badischen Weinköniginnen und Weinprinzessinnen. Und die über das Jahr 2020 andauernde Corona-Pandemie ließ leider nicht zu, die Wahl der badischen Weinkönigin und Weinprinzessin durchzuführen. Auch ein Novum, welches es in der langen Historie der Wahl der Weinhoheiten noch nicht gab. Dies betraf ebenso auch die Wahlen der Bereichsprinzessin. Und so verständigte man sich darauf, das Amt der badischen Weinhoheiten sowie der Bereichsprinzessinnen um ein Jahr zu verlängern. Und in diesem Jahr, mit viel Engagement, führten die badischen Weinhoheiten Online-Weinproben, entwickelte eigene Ideen, ein Social-Media-Projekt, Kurzfilmdrehs mit unseren Siegern der Weinprämierungen und so weiter, wurden hier ins Leben gerufen. Und an dieser Stelle für euer Engagement auch ein herzliches Dankeschön. Im Jahre 2020 hatte der Badische Weinbauverband einen Mitgliederstand von 459 Mitgliedern. Das sind 75 Winzergenossenschaften, im Vorjahr 76, mit 15.427 Einzelmitgliedern. Das waren im vergangenen Jahr 15.971. Also 500 Mitglieder, die als Mitglieder in den genossenschaftlichen Strukturen überwiegend hier ausgeschieden sind. 355 Weingüter, das waren im letzten Jahr 357 und 28 fördernde Mitglieder. Und ich kann mich an dieser Stelle nur wiederholen, was die Aussage der zurückliegenden Jahre betrifft, wie rasant der Entwicklungsprozess in der Bewirtschaftung unserer badischen Rebflächen voranschreitet. Die Betriebe, die hier ausgeschieden sind, sind im betriebswirtschaftlichen Sinne keine Betriebe, sondern es sind Bewirtschafter unserer Rebflächen. Und die frei werdenden Rebflächen aus den unteren Größenklassen, also bis zu 2-3 Hektar, werden derzeit noch von wachsenden Vollerwerbsbetrieben aufgefangen. Die Frage aber, die wir uns stellen müssen und dabei, und da darf auch ich Sie, Herr Minister, um die Hilfe bitten, was wir benötigen in der Klärung der Fragen, was geschieht mit unseren prägenden Steilst- und Handarbeitslagen, ökologisch wertvoll, aber ökonomisch nicht haltbar. Wohin wandert der Weinbau ab? Können wir überhaupt unsere geschlossenen Reblandschaften erhalten? Rückzug auf die einfach zu bewirtschaftenden Filetstücke, kommt es zu einem Zerriss unserer geschlossenen Kulturlandschaft mit allen deren Auswirkungen, die ich auch im Vorjahr schon beschrieben habe. Wir haben dieses Thema auch auf der letzten Mitgliederversammlung aufgegriffen und der Badische Weinbauverband möchte sich an dieser Stelle, auch Herr Minister Haug, ausdrücklich für die Förderkulisse bei der Bewirtschaftung von Steillagen mit einem, sagen wir mal, verlorenen Zuschuss, Bewirtschaftungszuschuss von 3.000 Euro pro Hektar bedanken. Gleichzeitig werden auch im Rahmen der Umstellung hohe
ja, sehr hohe Fördersummen in diese Handarbeitslagen eingepreist. Und diese sind ausschließlich EU-Mittel, worauf Sie, Herr Minister Haug, ja auch eingegangen sind, welche Mittel und Finanzmittel hier hinter diesen gesamten Programmen stehen. Es wurde auch bereits angesprochen von Ihnen auch die Möglichkeit der Schaffung einer Infrastruktur zur Qualitätssicherung in Steillagen in größerem Umfang, sprich einer Infrastruktur zur Bewässerung. Ich denke, das ist ein sehr, sehr positives Signal an die badische Weinwirtschaft, was hier Frostbeprägung, aber auch vor allem das Thema Trockenheitsberegnung angeht. Und man hört in anderen Anbaugebieten, dass sie hier, was federführend Baden-Württemberg hier ins Leben gerufen hat, auch über solche Dinge nachdenken. Und diese letztgesagten Förderkulissen, was Bewässerungsmöglichkeiten angeht, das sind alles Mittel, die aus Landesmitteln bewerkstelligt werden. Und leider fehlt uns in Bezug auf die Steillagen der Blick des Bundes und der EU. Da gibt es sehr große Lippenbekenntnisse, was diese Erhaltung der Steillagen angeht. Und selbst die AREF, ein Zusammenschluss aller europäischen Weinregionen, die 57% der europäischen Rebfläche beinhaltet, beißt in der Erhaltung der Steillagenkulisse bei der EU auf Granit. Und nochmals meine Bitte betonend, Herr Minister, wenn Sie uns hierbei behilflich sein könnten, Steillagensicherung hier, ich sage mal, etwas für die Geschlossenheit unserer Reblandschaften. Und Sie wissen, welche touristischen Dimensionen hiermit verbunden sind, Hotellerie, Gastronomie, nachgelagerte Industriezweige. Das ist etwas, was nicht isoliert betrachtet werden darf. Aber auch an der Stelle nochmals zum Ausdruck bringt, dass dies allein kein weinbaupolitisches Thema sein kann und darf, sondern das ist ein Thema, was gesellschaftspolitisch letztendlich auch angegangen werden muss. Wenn die Gesellschaft möchte, dass hier diese Kulturlandschaften, geschlossene Kulturlandschaften, erhalten bleiben, dann muss auch hier seitens der Gesellschaft ein Input in diese Erhaltung dieser Strukturen gehen. Sprich, da sind auch Mittel, da sind auch Ausgaben notwendig. Und es ist schon mehrfach angeklungen, den Winzer als Bewirtschafter Erhaltung von Kulturlandschaften, explizit auch Steillagen, hier natürlich zu sehen. Aber natürlich, es ist wie in allen Bereichen, umsonst ist der Tod. Ja, es kann nicht sein, dass man hier, ich sage mal, unsere Winzerschaft bittet, hier tätig zu werden zu einem Nulltarif. Das können wir von unserer Jugend nicht erwarten und es wäre auch fatal und wäre ein völlig falsches Signal. Ich mache jetzt hier einen klaren Schnitt und möchte aber auch dies recht kurz fassen, weil hierüber auch schon im vergangenen Jahr, wir hatten ja im November unsere Mitgliederversammlung und auch von verschiedenen Rednern darauf eingegangen ist, das Thema Probiene bis zum Biodiversitätsstärkungsgesetz eingehen. Und ich habe das mal überschrieben mit einem politischen Kraftakt. Anreize schaffen, keine Verbote, Herbizidreduktion, Pflanzenschutzmittelreduktion, um nur zwei Eckpunkte zu nennen, verlangt der Weinwirtschaft viel ab. Das Ziel 30-40% ökologischer Weinbau in unsere Rebflächen letztendlich zu bewerkstelligen, ebenso. Somit müssen auch entsprechende Angebote gemacht werden. Und diese sind ja auch ein Teil, was dieses Biodiversitätsstärkungsgesetz beinhaltet, Ausweitung der Beratung, die damit einhergehen muss, Hilfestellung. Und das war einer Ihrer fast letztgenannten Punkte, Herr Minister, in der Umrüstung bzw. Neuanschaffung bestimmter Geräte, Techniken. Und wir haben natürlich hier nicht wie in den Ackerbaustrukturen Norddeutschlands oder Nordostdeutschlands Schläge von Tausenden von Hektar, die man durchaus über GPS-Geräte, ich sage mal, ohne dass ein Mann auf dem Schlepper sitzt, letztendlich bewirtschaften kann. Das ist etwas, was wir in der Realität
in unseren Kleinstrukturen nicht umsetzen können. Und wenn man diese Kleinstrukturen als ökologisch wertvoll erhält, dann glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass man hier unserer Winzerschaft auch Gerätetechniken an die Hand gibt, die einen praktikablen Umsetzungsprozess dieser Erfordernisse vom Pflanzenschutz, Herbizidreduktion und so weiter letztendlich ermöglichen. Und ich danke für Ihre Ausführungen, dass Sie, wenn der Bund hier in diesem Investitionsprogramm Bauernmilliarde, die angesprochen wurde, hier nicht die Möglichkeit eröffnet, unserer Winzerschaft hier ein Angebot zu machen, dann wäre es natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Und da auch meine Bitte, dass das Land dann eben mit Landesmitteln hier diesen Prozess begleitet. Im Tätigkeitsbericht 2019 bin ich auf die Entwicklung eben dieses Biodiversitätsstärkungsgesetzes eingegangen und zusammenfassend beginnend Volksbegehren, Probine über die geplante Volksabstimmung, dann der Volksantrag, der von den Verbänden eingebracht worden ist. Und hier an der Stelle nochmal herzlichen Dank für die über 90.000 Unterschriften, die hier zusammengekommen sind über das Eckpunktepapier und letztendlich über das vielgesprochene Biodiversitätsstärkungsgesetz, das im Juli 2020 dann verabschiedet wurde. Das Jahr 2019 und 2020 sollte uns aber in Erinnerung bleiben, nicht nur im negativen Sinne der Pandemie, sondern dass es in Baden-Württemberg gelungen ist, mit den unterschiedlichsten Gruppierungen, dem Naturschutz und vielen anderen, ich sage mal, landbewirtschaftenden Verbänden einen tragbaren Kompromiss zu finden. Dies gipfelt in der Erreichung eines erfolgreichen Volksantrages. Ich glaube, ein denkwürdiges Ereignis in einer parlamentarischen Demokratie, welche so in Baden-Württemberg, ich glaube in Deutschland auch nicht, noch nie da gewesen war. Und dieses gesetzgeberische Verfahren, angeschlossen unseres Volksantrages, welcher in der Erörterung unserer Anliegen im Landtag ermöglichte letztendlich diesen Gesetzesbeschluss Ende Juli des Biodiversitätsstärkungsgesetzes. Und das gilt es nun mit Leben zu erfüllen. Ich habe einige Elemente hier herausgegriffen, um in einem Zeitablauf von, ich sag mal, 10 Jahren diese Ziele, die man sich gesteckt hat, hier zu erreichen. Und vom Biodiversitätsstärkungsgesetz gelingt mir nun, denke ich, recht einfach der Übergang zum Aktionsprogramm Insektenschutz, Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Und die Bundesregierung hat ja 2019 mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz ihre Vorstellungen zu Zielen und Maßnahmen für den Insektenschutz benannt. Zuständigkeitshalber obliegt die Erarbeitung der dazu notwendigen rechtlichen Regelungen dem BMU, also dem Bundesministerium für Umwelt, und dem BML, unserem Landwirtschaftsministerium. Und nach der zwischen den beiden Ministerien teilweise sehr kontroversen Sicht auf diese Dinge bestand für unsere Weinbaubetriebe große Sorge. Ich möchte das gerne wiederholen, weil wir hier auch in einem Entwicklungsprozess, in einen Dialog mit eingetreten sind über unser Ministerium, aber auch unser berufsständischen Dachverband, bestand für unser Weinbaubetrieb große Sorge, dass für den Weinbau praxisfeindliche Regelungen erlassen werden. Und der Badische Weinbauverband betont ausdrücklich, dass wir uns selbstverständlich zum Insektenschutz bekennen. Und dabei gilt es zu betonen, dass die Weinwirtschaft bereits erhebliche Vorleistungen eingebracht hat, nicht nur Pheromone, Begrünung, Bühmischungen und so weiter. Im Berichtsjahr, aber auch darüber hinaus, treibt uns die große Sorge um, dass bestimmte Regelungsvorhaben zum Insektenschutz durch überzeugende Zielsetzungen nicht praktikabel sind. Und werden diese 1:1 umgesetzt, werden erhebliche negative, teilweise existenzvernichtende Auswirkungen für die Betriebe der Weinwirtschaft
und der betroffenen Regionen. Es wird hier beispielhaft der Kaiserstuhl, aber auch andere Gebiete benannt. Durch Werteverlust der Grundstücke, den zurückgehenden Önotourismus, Hotels, Gastronomie und so weiter zu befürchten sein. Bereits Mitte 2020 hat der Badische Weinbauverband ausdrücklich auf diese negativen Folgen hingewiesen und die Zahlen wurden auch erwähnt. Von den rund 15.500 Hektar badischer Rebfläche fallen ca. 8.500 unter den Status der Schutzgebiete FFH Natura 2000 Gebiete. Und konkret droht dem Weinbau die Gefahr, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in diesen Schutzgebieten verboten zu bekommen. Und dieses Verbot war 2020 noch nicht Bestandteil des aktuellen Insektenschutzgesetzes, aber ein Teil des Insektenschutzpaketes. Und für den Weinsektor, für uns enorm wichtig und besondere Relevanz, waren dabei eben diese auszusprechenden Pflanzenschutzverbote. Das heißt, die Bewirtschaftung mit Pflanzenschutzmitteln in diesen Schutzgebieten wäre nicht möglich und dabei wäre der Weinbau letztendlich auch zugrunde gegangen und nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, diese Pflanzenschutzverbote, ein wesentliches Element. Das Glyphosatverbot, Gewässerrandstreifen und Biotopschutz. Das sind, meine ich, diese vier wesentlichen Elemente, die in diesem Insektenschutzpaket Fuß gefasst haben. Und wie Sie wissen, hat hierüber das Bundeskabinett jetzt 2021, ich erstatte ja den Bericht 2020, kann aber nicht umhinkommen, auch auf das Jahr 2021 bereits Bezug zu nehmen, weil hier Regelungen getroffen wurden, dass man hier einen Beschluss zu einer Welle des Naturschutzgesetzes und Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung gefasst hat. Und dabei sind, und ich denke, das ist mal auch ein positives Element, wenn auch viele andere Fragen noch offen sind, aber man darf durchaus hier die Begrifflichkeit positiv verwenden, dass man hier erreicht hat, dass hier für Sonderkulturen Ausnahmeregelungen getroffen worden sind. Und diese besagen letztendlich, dass hier in diesen Schutzgebieten der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln möglich sei, unter natürlich guter fachlicher Praxis im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes. Und die Forderungen, welche der Weinbau gefasst hat und eigentlich auch klar angesprochen sind, ist, dass Naturschutz nicht ohne Landwirtschaft funktioniert. Kooperative Lösungen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz müssen daher Vorrang haben, also Kooperationen. Fördermöglichkeiten müssten erhalten und nicht durch Ordnungsrecht möglich gemacht werden. Das ist auch ein Bereich, den der Herr Minister Haug vorhin angesprochen hat. Und jetzt denke ich, ganz wichtig, Länderkompetenz und Länderkonzepte, die im Zusammenspiel mit der Branche in den Ländern erarbeitet wurden, dürfen nicht ausgehebelt werden. Das heißt, hier spielt das Biodiversitätsstärkungsgesetz in das Insektenschutzgesetz mit hinein, sondern diese müssen auf der Ebene der Bundesebene der Bundesländer integriert werden. Sie wissen alle, wie aufwendig diese Erarbeitung mit allen Verbänden, Naturschutzverbänden, ich hatte es angesprochen, war, dieses Biodiversitätsstärkungsgesetz zu erreichen. Und wir sind überzeugt, dass das durchaus als Blaupause auch für die anderen Bundesländer dienen muss. Und dass man sich nicht seitens des Bundes hierüber stellen darf. Und ich habe es mal so formuliert. Das heißt, dass hier der Ober nicht den Untersticht, ja, sondern das bessere Konzept sticht das schlechtere Konzept aus. Und dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit diesem Thema, was Umsetzung Insektenschutzgesetz auch auf unsere baden-württembergische Regelwerke letztendlich verlassen können. Und wir auch in diesem Zusammenhang das Stichwort, das Thema Öffnungsklausel für solche
Möglichkeiten der Inanspruchnahme unserer erarbeiteten Konzepte in diese Gesamtbewirtschaftung, was Insektenschutzgesetz angeht, letztendlich aufnehmen. Ich denke, der Weg ist das Ziel. Den Weg praktikabel auszugestalten, trägt die badische Weinwirtschaft selbstverständlich mit. Und ein anderes Thema, das ich jetzt am Rande nur erwähnen möchte, was das Thema Naturschutzgebiete angeht. Ich nenne hier am Molderer Heide, wer die kennt, oder der Ölberg in Ehrenstetten, Hohentwiel, hier reine Naturschutzgebiete. Da ist ja bis dato ab Januar 2022 der Einsatz jeglicher Pflanzenschutzmittel verboten. Man mag natürlich hier über kleine Strukturen, kleine Flächeneinheiten reden, aber es ist letztendlich auch essentiell und hier auch die Zusage des Landesumweltministeriums, hier den Weinbau auch weiterhin zu ermöglichen. Hier sind wir im Dialog mit den Regierungspräsidien, aber auch mit den Naturschutzverbänden. Hier, was Naturschutzgebiete, die einen anderen Stellenwert haben als jetzt Schutzgebiete, FFH, Natura 2000 Gebiete, hier auch für unsere Winzerschaft den Weinbau zukünftig zu ermöglichen. Ich komme zu einem Thema, das auch mehrfach angesprochen wurde, ist, auch möchte ich hier versuchen, das kurz zu fassen. Es ist angesprochen worden, Weingesetz und Weinverordnung. Man hat hier durchaus mal die Begrifflichkeit Zangengeburt verwandt, wobei diese Geburt noch nicht abgeschlossen ist, wenn ich zum Thema Weinverordnung komme. Aber ich sage mal so, den Kopf sieht man schon, den Rest muss man bis zum 26. März noch erledigen. Ich darf aber mit dem Weingesetz beginnen. Und nachdem sich der Bundestag am 26. November letzten Jahres für die Reform des Weingesetzes ausgesprochen hat, hat der Bundesrat im zweiten Durchgang am 18. Dezember 2020 entsprechend der Empfehlung seines Ausschusses für Agrarpolitik und Verbraucherschutz den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages für ein 10. Gesetz zur Änderung des Weingesetzes einstimmig zugestimmt. Im Wesentlichen geht es um folgende Punkte, denen der Badische Weinbauverband zustimmte. Das ist der Prozentsatz der Neuanpflanzungen, 0,3% jährlich, 300 Hektar entspricht das in Deutschland bis zum Jahre 2023. Man kann es immer nur in 2 Jahresschritten definieren. Die bisherigen weiteren Vorgaben, Klassifizierung von Rebsorten, hier ist ausformuliert, dass die zur Herstellung von Wein zugelassenen Rebsorten in diesem Register bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hinterlegt sind. Das sind ca. 130 Keltertraubensorten, die in Deutschland zugelassen sind. Und neu ist für uns, dass die Länder der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung einmal jährlich, Stichtag ist der 30. Juni, die Rebsorten melden, die auf ihrem Hoheitsgebiet zugelassen werden sollen oder zugelassen sind. Wir werden natürlich diese Sorten, da geht ich als Beispiel Grüner Veltliner in Baden zukünftig im Anbau, solche Dinge in unserer Schutzgemeinschaft beschließen und werden dann eben zu diesem Stichtag dieses Rebsortenportfolio, was Baden hier letztendlich in der Umsetzung wünscht, dann auch letztendlich der Bundesanstalt melden. Ein weiteres Thema im Weingesetz, Stützungsprogramm und dieser in § 3 Absatz gemachte Gesetzestext fand nicht unsere Zustimmung. Der Hintergrund ist jener, das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung, die BLE abgekürzt, unterstützt Maßnahmen zur Absatzförderung in Mitgliedstaaten und Drittländer. Und diese Mittel werden jährlich um 500.000 Euro auf nun 2 Millionen Euro aufgestockt. Und die bisherige Vorgabe, dass von diesen Mitteln 500.000 Euro ausschließlich für Maßnahmen der Absatzförderung in Mitgliedstaaten zu verwenden sind, ist nicht mehr vorgesehen.
Und diese zusätzlichen 500.000 Mittel, die bevor diese Geldmittel, die in diesem Stützungsprogramm für Deutschland mit knapp oder gut 64 Millionen Euro, Baden-Württemberg bekommt hier etwa 12 Millionen Euro, diese 2 Millionen werden nun vorweg abgenommen, sollen dann für diese Werbeaktivitäten genutzt werden. Das heißt, diese Geldmittel stehen natürlich der Winzerschaft für deren Programme, Umstellung, Umstrukturierung, also auch Minister Haug angesprochen, innovative Kellerwirtschaft und so weiter, eben nicht mehr zur Verfügung. Und das war, ich sage mal, unser Anliegen und unser Stimmverhalten, dass wir einer solchen Vorwegabnahme, die man um 500.000 Euro erhöht hat, nicht zugestimmt haben. Und unser Vorschlag war, vor der Klammer, also vor dem Vorwegabzug, diesen auf Null zu setzen, die Geldmittel in den Ländern zu verteilen. Wenn dann Restmittel übrig wären, könnten die natürlich dann auch für Werbeaktivitäten wahrgenommen werden. Es gibt einen Referentenentwurf einer 24. Verordnung zur Änderung der Weinverordnung. Also man hat ganz bewusst Weingesetz, Weinverordnung getrennt. Gesetzesvorhaben sind wesentlich aufwendiger, schwieriger, langwieriger in den Gremien der Gesetzgebung letztendlich umzusetzen, während sie in einer Weinverordnung wesentlich schneller und auch etwas agiler reagieren können, wenn sie hier Nachschärfungsbedarf sehen. Darum hat man hier sehr große und viele Elemente in dieses Paket der Weinverordnung umgesetzt. Und der Vorschlag vom 23.12.20, auch im Februar nochmals 21 zugeleitete Verordnungsentwurf, wurden natürlich immer weitere Veränderungen vorgenommen, sodass ich Ihnen heute auch nur den Stand der derzeitigen Diskussion vortragen kann und weitere Änderungen bis zur Verabschiedung. Und das soll eben der 26. März, das ist ja gar nicht mehr so lang, sind auf jeden Fall noch zu erwarten. Und es gibt das Sprichwort, ein Gesetz verlässt nie den Bundesrat, so wie es eingebracht wurde. Und wir stehen vor einem Bundesratsentscheid, wo die Länder eben hier auch noch ihr Votum entsprechend einbringen können, Änderungsanträge einbringen können. Man sieht schon anhand des, was Rheinland-Pfalz als Änderungsanträge dieser Weinverordnung hier dem BML geschickt hat. Das sind insgesamt 19 Änderungsanträge, mit denen sich nun der Bundesrat damit in einem allerdings Umlaufverfahren zu befassen hat. Und ich glaube, der Tätigkeitsbericht 2021 wird diesbezüglich konkretere Aussagen machen können. Aber ich möchte einige in Kürze essentielle Dinge ansprechen. Und zwar ist es zum einen das Thema geografische Angaben. Und da komme ich nicht umhin, auf diese Großlagendiskussion Bezug zu nehmen, möchte die aber jetzt in ihren Einzelheiten in keinem Fall hier jetzt referieren. Und man hat sich darauf verständigt, und wenn diese Bezeichnung Großlage verwendet wird, oder der ist gleich auch der Bereich gleichgestellt, dass hier im Überbegriff die Begrifflichkeit Region erscheinen muss. Das heißt, dann steht hier Region Ortenau oder Region Kaiserstuhl oder Region Vulkanfelsen als Großlage mal zu nennen, um dem Konsumenten zu vermitteln, dass es sich hier um einen Regionalwein handelt, der wesentlich großräumiger in seiner Herstellung ist und nicht eine Verwechslungsgefahr besteht dahingehend, dass man hier hinter eine Einzellage oder was weiß ich, oder eine Gewannahme oder sonst was vermuten darf. Und ich glaube, dass diese Lösung durchaus zielführend ist. Man streitet, unterhält sich jetzt noch über die Schriftgrößen, wie dieser regional, wie dieser Begriff letztendlich zu bezeichnen, in der Größenordnung darzustellen wäre. Man spricht hier von Regionen in einer 1,2 Millimeter Größe. Erlauben Sie mir aber ein persönliches Wort hierzu. Man wird älter, ja, man hat zwar Brillen, aber 1,2 Millimeter sind immer noch klein. Ja, also das sollte man dem Konsumenten ganz klar sagen. Das ist ein Regionalwein, da steht Region drüber in gleicher Schriftgröße, befindet sich auch der Name Kaiserstuhl dann darunter. Ein weiteres ist, was die Angabe eines Gemeinde- oder Ortsteiles in der Etikettierung
letztendlich voraussetzt. Das sind mal zwei Dinge. Das ist Angabe oder eine Voraussetzung, dass dieser Wein mindestens die Qualitätsstufe Cabernet erreicht haben muss, um als Ortswein vermarktet zu werden. Natürlich können Sie diese Weine anreichern und als Qualitätsweine vermarkten. Und das Thema Vermarktungsbeginn dieser Ortsweine war der oder ist der 1. Januar des Folgejahres vorgesehen. Hier gibt es Diskussionen, aber ich glaube auch Bewegungsmöglichkeiten, hier diesen Vermarktungstermin etwas noch in das laufende Erntejahr zu setzen. Ich glaube, dass hier ja, die Klugheit der Länder letztendlich da siegen wird. Und es geht letztendlich darum, auch in der Zusammenfassung, wenn wir unseren Konsumenten diese Hierarchien erklären, dass damit immer, je weiter man nach oben kommt, letztendlich ein höherer Anspruch an die Produktion, an die Qualität gestellt werden muss. Und dazu bedarf es immer, ich sage mal, in einer Einengung auch höhere Vorgaben an die Winzerschaft, hier diese Produkte, die aus diesen Einzellagen, Ortsnamen, Weine oder Bereichsweine entstehen, letztendlich zu dokumentieren. Wir kommen dann zu diesen Einzellagen oder Gewannlagen. Auch hier die Voraussetzung muss mindestens die Mindestmaßqualität Cabernet haben. Vermarktungsbeginn, der 1. März des Folgejahres. Ich denke, dass der nahezu unverrückbar ist. Aber eine Diskussion, die auch wieder Fahrt aufgenommen hat, ist, dass man für diese obere Hierarchie, also die Weine, die die Spitze dieser Pyramide darstellen, ein weiteres Element in die Weinverordnung mit aufnimmt. Und zwar, dass man dort nur bestimmte Rebsorten zulässt, die in der Lagen-, Einzellagenetikettierung, Gewannlagenetikettierung verwendet werden dürfen. Man hat einmal über 12 Rebsorten gesprochen, die die Anbaugebiete für ihr Anbaugebiet letztendlich mal auswählen sollten. Da ist im Moment auch noch sehr viel Bewegung drin. Es gibt einen Vorschlag, ich hatte vorhin erwähnt, wir haben in Deutschland 130 Rebsorten zugelassen. Wir müssen einengen dort oben. Aber ich sage mal, wenn man jetzt ganz liberal denkt, man engt ein, sagt, wenn man jetzt 130 Rebsorten, die lassen wir dort oben in dieser Gewannhierarchie nicht zu, sondern lassen von den 130 nur 50 zu. Dann haben wir auch eingeengt und dem Gesetz Genüge getan. Ich glaube, wenn solche Regelungen kommen, hat die Schutzgemeinschaft der Anbaugebiete, unsere Schutzgemeinschaft, dann auch die Aufgabe, hier, ich denke, aktiv und tätig zu werden, wie wir letztendlich unsere Weine in diesen Hierarchien profilieren. Ja, das ist letztendlich diese große Aufgabe, die sich dahinter verbirgt. Ich komme zu den Rebsortenangaben, auch ein sehr strittiges Thema, und zwar handelt es sich hier um Rebsortenangaben bei deutschem Wein. Das ist also die unterste Kategorie deutscher Wein, auf der dann die Landweine, GGA-Weine, geschützte geografische Angabe aufbauen. Und darüber sind unsere geschützte Ursprungsweine von dem Anbaugebiet über die Bereiche, über die Gemeinde, über die Einzellage, die diese Pyramide nach oben eben zuspitzen. Und es war bisher ein No-Go, dass für deutsche Weine ein Sortenname genannt werden darf. Denn es ist auch irgendwo nicht, oder es ist nicht irgendwo, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, wenn wir in den oberen Kategorien jetzt bei Lagenweine Weine mit Sorten, Sortennamen profilieren. Ich nehme mal hier einfach auch den Spätburgunder oder Grauburgunder hier als Beispiel, Profilweine herstellen. Aber im Umkehrschluss, auch in der untersten Stufe, in der alleruntersten Stufe der deutschen Weine auch Rebsortenangabe verwenden dürfen, die unter Umständen identisch sind mit den Rebsortenangaben, die sich in der obersten Hierarchie befinden, dann tut man im Grunde das ganze Thema, was Pyramidenbildung darstellt, letztendlich konterkarieren. Und diese Weine, deutsche Weine, im Preiseinstiegssegment mit Sortenangaben würden, ich denke, diese ganze Systematik zum Einsturz bringen. Und letztendlich geht es auch noch um die synonyme Verwendung. Das heißt, kann ich dann auch für diese untere Kategorie, für den Weißburgunder, kann ich dann Pinot Blanc, kann ich Pinot Noir,
kann ich Pinot Gris letztendlich verwenden. Und das ist für uns im Bayerischen Weinbauverband ein No-Go. Da stehen wir auf die Hinterfüße und kämpfen dafür, denn wir würden letztendlich auch unsere Grundkernaussage Baden-Burgunderland letztendlich damit auch, ich sag mal, angegriffen sehen. Ja, und das werden wir auf keinen Fall akzeptieren. Es gibt hier Vorgespräche mit der Bundesministerin, die da recht offen war. Aber ich sage nochmal, es gibt natürlich auch Länder, die hier letztendlich über dieses Weinverordnungspaket am 26. März abstimmen werden. Und ich denke, so ganz unzuversichtlich darf man da auch nicht sein. Man hat seitens des Weinbauverbandes, denke ich, hier auch in diesen Themen klar Position bezogen. Unser Minister ist auch auf unsere Themen, die wir gesetzt haben, letztendlich auch, das haben wir informiert worden, und er wird uns da auch in unseren, diesen genannten, noch offenen Anliegen unterstützen. Ja, ich muss ein wenig auf die Zeit gucken, glaube ich. Alles gut noch? Also ich komme zur Seite 24, ich habe 35 noch, also es geht dem Ende entgegen. Aber Sie sehen, was der Weinbauverband in einem Pandemiejahr doch noch alles geleistet hat. Und eine Leistung, die ich da auch besonders hervorheben möchte, ich gucke auch da den Herrn Klein an, den stellvertretenden Geschäftsführer, das ist das Thema Entwicklung der Vision Baden im Jahr 2020. 2019 begonnen, der Hintergrund, wo steht Baden, wie tut sich Baden profilieren, ja, was sind die Kernelemente Badens, dies zu herauszuarbeiten, letztendlich auch in eine Marke, in eine Dachmarke zu überführen, auch optisch erkennbar. Da steht man kurz vor der Zielgeraden, und ich darf Ihnen hierzu ein paar Sätze vortragen, was diese ganze Entwicklung dieser Vision Baden, so haben wir es mal überschrieben, letztendlich beinhaltet. Und bereits Ende 2019 wurde die vorbereitende Phase des Dachmarkenprojektes abgeschlossen. Vorbereitungen. Die Werte von Alleinstellungsmerkmalen der Region Baden wurden definiert. Wo heben wir uns also von unseren Mitbewerbern letztendlich ab? Und anfangs 2020 wurden diese Ideen konkretisiert und zu einer Positionierung zusammengefasst und in einem sogenannten kleinen Steuerungskreis. Man hat hier natürlich, ich sage mal, die Weinwirtschaft mitgenommen. Das waren Vertreter des Weinbauverbandes, der Badischen Wein GmbH, der Werbung, des BWGV, des VDP sowie weitere Akteure der Weinwirtschaft und Verwaltung konnten somit auf breiter Basis eine gemeinsame Vision entwickeln. Das war ein kleiner Kreis, das waren 8, 9 Personen, die sich in vielen Sitzungen mit diesem Thema befasst haben. Parallel hierzu gab es eine große Runde, wo auch Akteure aus der DEHOGA, der Tourismuswirtschaft, Landwirtschaft und so weiter beteiligt waren, um letztendlich auch diese Marke ganz breit in ihrem Endergebnis aufzustellen. Und unterstützt wurde dieser Kreis durch die Agenturen Consulting Impact und Mutli. Und die Vision Baden sollte nach allgemeinem Verständnis zunächst von der Weinbranche vorangetrieben, aber später dezidiert auch anderen Akteuren der Region, die ich bereits genannt habe, Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, Unternehmen, Städten und so weiter, zur Nutzung angeboten werden, um eine möglichst breite, positive Wahrnehmung Badens zu bewerkstelligen. Und Mitte März 2020 wurde aus einer Sammlung wesentlicher Kernwerte eine Positionierung, ein sogenannter USP, herausgearbeitet. Und hiernach erfolgte die Entwicklung eines sogenannten Claims. Und das wurde alles begleitet über Marktforschungsstudien, quantitative Befragungen von Endverbrauchern, Befragungen von 500 Personen auch quantitativ durchgeführt, wie sie mit dieser
Begrifflichkeit, die ich Ihnen jetzt heute noch nicht nennen darf, letztendlich Baden assoziieren, finden Sie über diese Begrifflichkeiten, über das Logo, den Zugang zu badischem Wein. Und ich denke, in der Zusammenfassung war das sehr positiv, wie der Konsument auch aus Norddeutschland dann den Bezug zu dem Thema Wein damit herstellt. Und letztendlich folgte, das ist erst kürzlich, erfolgt die grafische Ausgestaltung der Marke und der markenrechtliche Schutz wurde vorbereitet. Der steht nicht nur national, sondern auch international zur Verabschiedung oder zum Eintrag. Und Ende März diesen Jahres, 2021, ich bin bereits darauf eingegangen, wird die Ausgestaltung der Vision Baden einem großen Steuerungskreis, ich habe hier genannt, wer sich darin befindet, aber auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und ich kann nur sagen, seien Sie mal gespannt. Ich komme kurz auf die Schutzgemeinschaft zu sprechen, die heute in mehrfachem Zusammenhang hier bereits genannt wurde. Und die Schutzgemeinschaft tagt im Berichtsjahr 2020 zweimal. Und es wurden hier zahlreiche Änderungen im Lastenheft, sprich in dieser Produktspezifikation, diskutiert und die Geschäftsstelle um deren Umsetzung gebeten. Und ich darf hier einige Beschlüsse kurz stichpunktartig zusammenfassen. Das ist das Thema Farbausprägung bei Weißwein, Beispiel Grauburgunder, wo die Farbe, denken Sie an den Jahrgang 2018, natürlich nicht eine gelb-grüne Farbe zum Teil erreicht hat, sondern auch naturbedingt. Wir haben farbliche Veränderungen hier etwas ins Dunkel gehende letztendlich zeigte. Und wir waren im letzten Jahr bei der Ple in Bonn im September, glaube ich, war oder Oktober, September, wo man uns aber ganz klar sagt, ihr habt gute Ideen, wir können diese Vorschläge einbringen, was Änderungen angeht, aber ihr müsst abwarten, bis das Weingesetz, sprich die Weinnovelle, verabschiedet ist, denn dann wisst ihr, den Rahmen ist auch irgendwo nachvollziehbar, in dem ihr euch bewegen könnt. Vielleicht steht in der Novelle schon irgendwie diesbezüglich was drinnen. Ja, und dann könnt ihr erst mit euren Anliegen auf uns zukommen. Und ich denke, das wird Ende März soweit sein. Natürlich beinhaltet auch solche Änderungen der Lastenhefte ganz einfache Dinge, die Zulassung mehrerer pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, die für den Anbau in Baden zugelassen werden. Das wird dann in dieser Liste erweitert. Und ein weiteres Thema, dem sich die Weinwirtschaft in Baden positiv angenommen hat, die Abfüllung von Herkunftsweinen ausschließlich im Anbaugebiet Baden. Und ohne jetzt weitere Ausführungen zu machen, das sind natürlich Themen, die ich sage, auch sehr viel juristischen Hintergrund einfordern, weil diese Vorhaben letztendlich nicht, ich sage mal, in Deutschland über die Ple letztendlich beschieden werden wird, sondern das ist ein Thema, das letztendlich die EU-Kommission befürworten muss. Und da können Sie sich vorstellen, dass man da nicht holprig damit Vorschlägen oder Formulierungen kommt, sondern das bedarf juristischer Ausformulierungen. Und wir hatten Ende 2020 diesbezüglich ein Gutachten des Weinbauverbandes in Auftrag gegeben. Das Ergebnis liegt aktuell vor und steht jetzt vor der Diskussion in der nächsten Schutzgemeinschaft. Es gibt andere Themen wie, ich sage mal, neue Definitionen, ob Landweingebiete, Black Forest, Schwarzwald, sicherlich eine Begrifflichkeit, die international für den Export sehr, sehr wertvoll ist. Denn diese Marke Schwarzwald, die kennt jeder in der Welt, sage ich jetzt mal etwas vielleicht überzeichnend. Aber da gilt es auch zu prüfen, ob wir mit derartigen Formulierungen, Abgrenzungen, neue Abgrenzungen von Landweingebieten oder Umständen das realisieren können. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie wir in Baden zukünftig unsere Themen Landweine bespielen.
bis dato ein No-Go. Die gibt es in Baden, sagen wir, mit der Lupe suchend, finden Sie die aber, ich sage mal, in anderen Mitgliedstaaten unter dem Thema Herkunft doch eine andere Bedeutung haben. Und es wird auch diesbezüglich Aufgabe der Schutzgemeinschaft sein, sich mit diesen Themen deutscher Wein, Landwein und so weiter, Profilierung in diesen GU-Hierarchien, letztendlich hier eine klare Vorgabe zu machen, was ist der Weg, wohin wollen wir diesbezüglich in Baden gehen. Die zweite Sitzung befasste sich überwiegend mit den sogenannten Heilbronner Beschlüssen, wo der Deutsche Weinbauverband in einer Vorstandssitzung Grundelemente zur Abstimmung gebracht hat, welche Themen, mit welchen Ausführungen, mit welchen Inhalten sie in diese Weinverordnung letztendlich einpreisen oder eingeben möchte, das dann dem Bundesministerium vorgelegt wurde. Und diese Beschlüsse wurden von der Schutzgemeinschaft akzeptiert und diese Beschlüsse wurden dann auf der zweiten Sitzung vom Herrn Klein vorgestellt. Und das sind Themen, mit denen wir uns leider heute noch rumschlagen, die damals auch auf der Agenda standen, Großlage in Verkehr bringen von Ortswein, Beschränkung bei Sorten von Lagenwein, Sortenangabe bei Deutschwein und so weiter. Ich glaube aber, um das zu wiederholen, da muss irgendwann mal ein Knopf dran gemacht werden. Es war immer eine Ansage, dass bei solchen Gesetzesvorhaben, ich spreche jetzt mal die eine oder andere Gruppierung, irgendwo einen Input bringen muss, um letztendlich einen Konsens zu finden, der einen tragbaren Beschluss in Form einer Weinverordnung letztendlich darlegt. Und ich sage mal so, das ist manchmal mühsam, bedauerlich, dass gefasste Beschlüsse, über die auch abgestimmt wurde, im Nachgang wieder in Frage gestellt werden. Und da darf man sich nicht wundern, wenn man sich leider bei solchen Vorhaben immer im Kreis dreht. Es kann nicht sein und darf und wird auch so nicht sein, dass ausschließlich eine Gruppierung meint, so muss es sein, dass in unseren Interessen, es gibt auch andere Akteure der Weinwirtschaft, die zu berücksichtigen sind. Und das kann man durchaus, fassen Sie es als Kritik auf, ja, dass man hier auf der Stelle tritt, Dinge beschlossen, verabschiedet sind, die letztendlich wieder zu hinterfragen und damit nicht zum Schluss kommt. Und ich sage mal, das Bedauerlichste wäre, wenn die Weinwirtschaft hier keinen Konsens finden würde und letztendlich die Ministerin oder gar die Kanzlerin sagt, wenn ihr euch nicht einig seid, dann sagen wir, wo es lang geht, was letztendlich aber, ich sage mal, für die Szene ein Armutszeugnis wäre. Wir hoffen am 26. da mal den Knopf dran zu machen. Und wir sehen uns in diesen Themen, die ich angesprochen habe, auch in unseren Input, was wir in die Verbände, in unser Dachverband auch mit eingebracht haben, ja, da, ich sage mal, aufgestellt, in der Gewissheit auch diese Gruppierung unterschiedlich, da ein Gehör geschaffen zu haben und letztendlich wir, ich sage mal, da positiv nach vorne schauen sollen. Und da komme ich zum nächsten Thema. Wir haben den Wein mal kalt gestellt. Ich denke, wir können auch einmal ein Viertel trinken. Ich komme zu einem Thema, was, ich weiß nicht, ich bin jetzt 15 Jahre Geschäftsführer, aber das Thema, ich sage mal, die Älteren, wobei ich bin auch schon 63, ich kann immer sagen, die Älteren sich erinnern mögen, ja. Aber es geht um die Poolbildung, die Clearingstelle in Baden, was das Thema Offenweinvermarktung angeht und fast schon ja, gebetsmühlenartig thematisiert. Die badische Weinwirtschaft, das Thema Poolbildung, Clearingstelle oder wie auch immer, dieses Projekt oder dieser Konstrukt letztendlich heißen wird. Und im Jahr 2019 und 2020 konnte die Ziele einer gemeinsamen Vermarktungsstruktur, wobei ich an der Stelle betonen möchte, gemeinsame Vermarktungsstruktur, das heißt, dass natürlich auch da kartellrechtliche Dinge abgeprüft sind und natürlich nicht umgangen werden können. Eine ganz klare Ansage. Ja.
Aber es geht auch in Möglichkeiten hier, was die Zusammenarbeit von unseren Betrieben angeht. Das hatte der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband aufgegriffen und konnte leider das Ziel einer, egal welcher Artenkonstruktion, nicht erreichen. Und gerade der Weinjahrgang 2020 zeigte auf, wie wichtig es wäre, Gemeinsamkeiten zu entwickeln und, ja, jetzt bin ich schon wieder dabei, Egoismen in den Hintergrund zu stellen. Und der Bayerische Weinbauverband wird sich auf Ersuchen und auch in Absprache mit dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband aktiv in einen Dialogprozess mit den großen Akteuren der Handels- und Discount-Belieferer begeben. Und ich denke, Herr Zeller, wir sind da in einem Dialog. Ja, das Ergebnis will ich nicht vorwegnehmen, weil ich es nicht kenne. Ja. Das Thema Ernteversicherung, Obst, Weinbau des Landes Baden-Württemberg hat Minister Haug angesprochen. Das muss ich nicht nochmals explizit erwähnen. Was aber bei diesen ganzen Diskussionen nicht zu kurz kommen darf, was auch Forderung des Badischen Weinbauverbandes diesbezüglich ist. Es geht nicht nur um Versicherungen, es geht auch um Prävention. Ja, wie ich solchen Ereignissen, was letztendlich Frost, ja, auch Hagel, Trockenheit letztendlich vorsorgen kann. Da geht es auch um Zisternenbau, um Wasserreservoirs in irgendwelcher Form, das zu ermöglichen, andere Techniken zu prüfen, die auch was Frostbekämpfung, da gibt es ja mehrere Ansätze, ich denke so an beheizbare Drähte, alles was es da gibt, ja, das sollte man alles und wird auch, denke ich, überprüft, aber man sollte es nicht allein nur auf die Versicherer fokussieren, denn es ist leider so, wenn sie keinen Wein zu verkaufen haben und haben natürlich Geld dafür eingenommen, dann ist das auch eine schlechte Situation, in der sie sich letztendlich befinden. Ja, ich komme zum Schluss, liebe Winzerinnen und Winzer. Der Badische Weinbauverband versteht sich auch als Dienstleister für die badische Weinwirtschaft und nur einige, aber desto trotz nicht umso weniger umfangreiche Aufgabenfelder zu benennen, die auch neu hinzugekommen sind. Das darf ich ja gleich nochmal erwähnen. Das sind Rahmenverträge, die der Badische Weinbauverband anbietet. Rahmenverträge zur Vergütungsaufgabe zwischen dem Weinbauverband und der Firma Zentec, duales System, also Sammeln, Glas, Karton und so weiter. Rahmenvertrag, Paketzustellung, die hier zuhören, ist ein Satz, die DHL hat den Badischen Weinbauverband den Vertrag nicht verlängert, sodass wir andere Optionen suchen mussten. Und Sie kennen das, dass wir hier mit der DPD in Kontakt und in einen Rahmenvertrag eingestiegen sind. Dann Rahmenvertrag, Online, AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen und so weiter, Datenschutzrichtlinie. Alles das sind Dinge, die wir als Dienstleister anbieten. Und ein Satz auch noch zur Hagelabwehr, dass wir da 2018 bereits ins Leben gerufen haben. Und ich habe mir mal die Zahlen geben lassen von dieser oder von unserem Herrn Schilz, der das bearbeitet, für das Jahr 2020. Da gab es durchaus Einsatzflüge für den Kaiserstuhl und den Toniberg. Das waren 13 Einsatzflüge, entsprechende Bereitschaftstage, die man da vorhalten musste. Und wie gesagt, es hat in der Markgrafschaft leichte oder Hagelschläge im Frühjahr gegeben. Aber ansonsten konnten diese Bereiche freigehalten werden. Ein Jahr in der Pandemie, die auch der Bayerische Weinbauverband, ich denke, ich habe das auch ausführlich dargelegt, intensiv genutzt hat. Prämierung, Gütezeichen, Qualitätsweinprüfung. Hier nochmals ein wiederholtes Dankeschön, das Herr Zeller ja schon zum Ausdruck gebracht hat. Und die Schlussbemerkung, wie üblich, und wir hoffen, im vorgelegten Tätigkeitsbericht einen Einblick in die Arbeit des Badischen Weinbauverbandes für das Jahr 2020 gegeben und gleichzeitig auch die zukunftsweisenden Perspektiven unserer Arbeit im hinreichenden Maße aufmerksam gemacht zu haben. An dieser Stelle nochmals
den staatlichen Stellen und den, die sich mit den weinwirtschaftspolitisch befassten Organisationen, die sich auch dahinter verbergen für die vertrauensvolle Arbeit, durchaus im zurückliegenden Jahr ein Dankeschön nochmals. Und wir hoffen, dass auch in Zukunft die anstehenden Fachfragen und Probleme auf der Basis dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Betroffenen gelöst werden können. Und der Bayerische Weinbauverband erklärt sich hier ausdrücklich dazu bereit und hoffen, dass unsere Bereitschaft auch von den anderen angenommen wird. Es darf aber nicht versäumt werden, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Weinbauverbandes, welche auch mit der Fülle dieses Themen konfrontiert werden, die auch über das tägliche Tagesgeschäft hinausgegangen sind. Und dir, lieber Rainer, für deinen Einsatz, ich hatte schon lange, dreiviertel Jahr, ist jetzt her, einen herzlichen Dank. Auch den Vizepräsidenten, welche ebenso noch nicht ein Jahr im Amt sind, für ihr Engagement, wie sie auch die Themen begleiten, sondern auch Lösungen für Baden versuchen aufzuzeigen und diese auch beschließen und letztendlich auch in der Umsetzung da Gehör erwarten. Und schließlich ein Dank an Sie, liebe Winzerinnen und Winzer, welche uns durch Ihre Treue zum Badischen Weinbauverband Ihr Vertrauen damit auch aussprechen. Herzlichen Dank. Ja, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, wir haben heute Morgen so einiges gehört von unserem neuen Präsident, Herr Zeller, von unserem Geschäftsführer, Herr Wohlfahrt, aber auch von unserem zuständigen Minister, Herr Haug, und auch die Grußworte aus der Politik. Da macht deutlich, ja, wie umfangreich unsere Aufgaben, unsere Tätigkeiten sind, aber auch unsere Herausforderungen. Ja, es freut mich sehr, dass wir das neue Präsidium vom Weinbauverband so gut zusammenarbeiten. Ja, denke ich, muss man sagen, wir sind alle neu, bis auf unseren alten Hasen, der Thomas Walz, aber es ist eine sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit. An so einer Mitgliederversammlung gilt es auch Dank zu sagen an unseren Angestellten, allen voraus, an Peter Wohlfahrt. Man hat in seinem Vortrag mal mitbekommen, wie viel doch in einem Jahr ansteht und wie komplex das heute ist. Herzlichen Dank dafür. Auch im Holger Klein ist auch schon angeklungen, unserem stellvertretenden Geschäftsführer, der auch, glaube ich, dieses Jahr wieder viele neue Aufgaben dazu bekommen hat. Nehmen wir es nur an, sowas hier digital zu organisieren. Aber auch unserer gesamten Geschäftsstelle. Wir haben wirklich sehr, sehr engagierte Mitarbeiter. Klatschen fällt jetzt leider aus. Das kommt hoffentlich bald wieder. Ja. Klar war für mich der heutige Morgen, dass wir Verständnis brauchen von der Politik. Da habe ich das Gefühl, die haben ja, das kam doch für mich positiv rüber, aber auch von der Gesellschaft. Wir als Weinbauverband, wir repräsentieren über 15.000 Mitglieder und das bei einer Rebfläche von 15.000, also im Durchschnitt 1 Hektar pro hart arbeitender Winzer. Das ist für mich Vielfalt und diese Vielfalt schafft die Vielfalt. Und ist auch für uns ein großer Ansporn, dass wir das so halten. Insektenschutz war ein großes Thema und ist immer noch. Und ich glaube, wir sind hier im Weinbau viel, viel besser, als wir selbst das glauben. Wenn man einmal sieht, im grünen Land hat man sehr hohen Rückgang von der Artenvielfalt. Ich habe mich mit Experten darüber unterhalten, wo kommt es her. Der Hauptgrund ist, muss man sagen, dadurch, dass es die Vielfalt nicht mehr gibt. Früher war in einem Ort, waren 15 oder noch mehr Tierhalter da, die ihr Dorf bewirtschaftet haben. Es gab sehr, sehr viel Ställe. Es gab natürlich dann auch verschiedene
Mähtermine. Heute macht es einer, gemäht wird nicht mal mehr allein, da kommt ein 1000 PS Schlepper, der fährt da einmal drüber, hinterher wird es eingepackt in Siloballen. Also es gibt auch kein Heu oder Öhm mehr. Und das führt zum Rückgang von der Artenvielfalt. Bei gleichzeitigem, das muss man auch sagen, obwohl hier kein Einsatz von Herbizide oder sonstige Pflanzenschutzmittel darstellt. Wir im Weinbau, wir haben diese Riesenvielfalt. Wenn ich nur daran denke, was wir im Betrieb Böschungen haben, ein Drittel meiner Rebfläche sind Böschungen oder sonstiges Unland, eigentlich top vernetzte Biotope, die wir alle mitpflegen. Ja, macht es nachher statt 120 oder 200 Winzer bei mir im Ort nur noch 2 Winzer, da sieht es anders aus. Ja, und diese Strukturen werden wir im Weinbau nie bekommen. Jetzt werden gerade die Äcker geägt, da hat man Stundenleistung hier bei uns gerade nebenan von 10 Hektar in der Stunde. Wir haben jetzt gerade umgebrochen unsere Rebfläche. Da brauche ich für 10 Hektar Rebfläche, brauche ich den ganzen Tag, aber da haben wir nur ein Drittel auch umgebrochen, weil wir machen nie alles platt. Zum Thema nochmal Grünland. Die haben vor 20, 30 Jahren noch kleinere Strukturen gehabt und ömt. Bei uns hat sich das verbessert in den letzten Jahren. Ja, es wird angesprochen, wir haben die Pheromone, das ist eine tolle Sache. Aber das allein reicht nicht, um komplett auf Insektizide zu verzichten. Wir müssen die Nützlinge fördern. Und deshalb sehen wir jedes Jahr neue Begrünungspflanzen ein, um die Nützlinge zu fördern, um auch wirklich komplett auf Insektizide zu verzichten können. Und das übrigens auch ohne Förderung vom Staat. Da haben wir uns verbessert. Ja? Deshalb, ich bin mal gespannt, wenn mal wirklich fachlich fundierte Untersuchungen stattfinden, was denn der Weinbau wirklich leistet. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Trotzdem muss man sagen, hat natürlich der Weinbau mit die meisten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln. Das kommt aber, da müssen wir einfach darum bitten, das zu differenzieren. Da geht es eben um Fungizide, da geht es um die Bekämpfung vom Mehltau, echten und falschen, für uns Winzer Peronoidium. Hier gibt es auch Möglichkeiten, da runterzukommen. Durch den Anbau von neue pilzwiderstandsfähige Sorte können wir da 80% einsparen. Allerdings wird hier ganz klar, das geht nur gemeinsam. Ein Winzer wird gern auf die Spritzungen verzichten und die neue Sorte pflanzen. Das funktioniert aber nur, wenn es die Gesellschaft auch anerkennt und schlussendlich kauft und dafür einen guten Preis zahlt. Das Gemeinsame war heute immer deutlich, also auch in dem Ding Pheromone brauchen wir die Politik und brauchen wir die Forschung. Weil alleine werden wir das nicht schaffen. Und das war für mich jetzt, muss ich sagen, ermutigend, weil ich glaube, das habt die, zumindest die, wo heute gesprochen haben und auch gerade das Ministerium, erkannt, dass wir hier einfach anders sind. 15.000 Winzer, 1 Hektar pro Winzer, das sind andere Strukturen. Da gibt es keine 1000 PS Schlepper, da bringen uns auch eine Förderung auch für eine Recyclingspritze, wird es keine 15.000 Recyclingspritzen geben auf 40.000 Euro, selbst mit Förderung. Ja, wir haben hier eine andere Strukturen und das müssen wir klar machen, dass es positiv ist und das müssen wir auch der Politik vermitteln, die hat es vielleicht kapiert, dass man da auch anders dran gehen muss. Ja. Des Weiteren stimmt mich positiv, dass wir einfach ein tolles Produkt haben. Also Wein ist für mich ja, das Beste überhaupt. Wir haben eine klare Herkunft, wir haben eine große Tradition, wir haben gehört, 167 Mal in der Bibel genannt und wir sind sogar systemrelevant. Ein weiterer Punkt, wo ich sehr positiv finde, ist, wir kommen mit der Klimaerwärmung klar. Gucken wir uns den Wald an, was da passiert, ne, in der kurzen Zeit. Dann sind wir als Winzer, haben viel mehr Spielraum und können ganz anders darauf eingehen und gehen auch darauf ein.
Also mir wird es von der Klimaerwärmung her nicht bange, auch in Zukunft Wein zu produzieren. Ja, es wird Umstellung geben, keine Frage, aber wir haben es viel mehr in der Hand wie andere und können damit umgehen. Und dann das letzte Thema vom Herr Wohlfahrt und auch des Babys, sage ich mal, vom Holger Klein, ist unsere neue Dachmarke. Die wird bald vorgestellt, leider dürfen wir es noch nicht, aber da glaube ich, dass wir auch einen großen Schritt nach vorne gehen können, gemeinsam mit dem Tourismus, Schwarzwald, aber auch andere landwirtschaftliche Produkte bis zur Industrie, kann ich mir vorstellen, dass wir da alle zusammen für Baden einstehen. Ja, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit heute Morgen. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und heute Mittag um 1 geht es weiter. Dankeschön. Man weiß es nicht. Es fehlt irgendwas.